Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Part von dem Angezockt der Hitman-Beta. Und ja, wir sind jetzt hier im freien Training. Weiter geht's hier. Wir haben jetzt diesen das kann man alles. Nee. Okay. Ach, das ist alles, was wir geschafft oder was für Challenges gibt hier in diesem Ding. Also man kann dieses Ding ein paar Mal spielen, verschiedene Wege. Und man kann ihn hier zum Beispiel ersäufen, man kann ihn auch wirken, man kann ihn privat... Ach, man kann sogar den anderen übernehmen und den killen. Okay, sehr geil, sehr geil, sehr geil. Okay, gut. Was haben wir denn hier noch? Intel, not Intel collected feeds. Dann haben wir die Map. Achso, wir können jetzt auf Deutsch gesagt einfach nur dieses Training andauernd wiederholen hier in der Beta, oder was? Okay. Freeform Training und Briefing, okay. Ja, man kann... Okay, na gut, dann versuchen wir es mal auf eine andere Art und Weise. Und so setzt sich dann wahrscheinlich auch das Spiel zusammen. Denk, ach nein, hier, guck mal, Level 1, Level 2, Level 3. Aha. Ach so, alles klar, das sind die verschiedenen Dings, Bums, Dings, wie heißt denn? Ja, wir können jetzt einfach bloß nochmal Freeform Training machen. Und... Ach so, okay. Ja. Wir können jetzt natürlich... Was haben wir denn hier? Lollpick. Münzen. Ach, damit kann man... Ach so, alles klar. Mit den Münzen kann man... Zum Beispiel den Bullen ablenken. Hier haben wir einen Dietrich und hier. Ah, gut, okay. Ja, könnten wir mal machen. Okay, wir dürfen nicht gesehen werden. Ach so, das ist jetzt das Freie. Ach so, ach so, ach so. Ach so, ach so, ach so, ach so. Upsala. Upsala. Okay, wir können jetzt den Coin natürlich dorthin werfen. Und lenken somit die Leute ab. Verstanden, dann kommen wir hier oben. Wir könnten natürlich jetzt auch einen riesen Massaker veranstalten. Sollen wir das mal machen? Sollen wir das mal machen? Wollen wir mal probieren, einen riesen Massaker zu machen? Komm, wir machen mal hier. Okay, zielen ist auch nicht so besonders gut. Ich frage mich gerade, wie viel die aushalten. Sauber. Okay. Ja, ich wollte es mal probieren. Mal ein kleines Massaker veranstalten. Okay. Also so kommt man definitiv nicht ans Ziel. Ich muss das aber mal probieren. Welcome back, Initiate. Ja. So. Ja, ich hab's doch schon gesehen, Leute. Ja, man kann vorher seine Wege raussuchen, bla 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 bla. Jaha. Dietrich. Und das, also ich würde sagen, die Waffen hier draußen, die lassen wir mal liegen, weil die sind zu groß, weil, wie sie schon gesagt haben, hast du dann das Zeug auf dem Rücken. Aber stimmt wenigstens mal die Munition mit, falls wir drinnen noch eine Waffe finden sollten.
Bolt. Ach so. Gut. Aber damit lenkt man ja bloß den einen ab. Und hier kommen wir nicht weiter, ne? Nee. So, und hier sind wir ja wieder am Trainingsanfang. Aber ich würde sagen, wir gehen mal so rein. Upsala. Und ich würde dann sagen, ich würde dann sagen, wir benutzen dann oben den wir benutzen dann oben mal die Mine. Mal guck mal, wir hätten uns sogar hier, ohne den irgendwie berühren zu müssen. Ja, den werden wir trotzdem aufs Klo ziehen. Da Vollständigkeit sei. Aber ja, ich weiß, es ist jetzt selbe Level nochmal. Das machen wir jetzt einfach nochmal. Aber ich kann mir vielleicht sogar mal vorstellen, dass das, dass man vorher erst das Training macht für das Level und dann das Level macht und dann, dass man da weiterkommt. Aber ich... Achso, wir können ja eigentlich aufstehen. Bei Hitman, beim Absolution, weiß ich noch, da konnte man sich so komisch verstecken, wenn man läuft. Instinkt angeschaltet hat, dann hat er sich so ein bisschen versteckt. Oh, okay, der darf mich noch nicht entdecken. Ich sage kein Problem, da gehen wir mal hinten rum. Wir kennen uns jetzt hier ein bisschen aus. Denn wir haben ja jetzt hier... Was ist das denn? Ah, Rattengift. Saugeil. Okay. Also wir haben viele Möglichkeiten, den Typen kaputt zu machen. Ich würde den ja gerne mit Rattengift oben killen, dass der das Glas trinkt und dann... Ich muss doch mal ganz kurz wissen. Also wir könnten uns den hier holen. Wenigstens schon mal ich hoffe natürlich warum kann ich den nicht tracken? Doch, jetzt dann hauen wir mal da rein. So, sehr schön, aufstehen bitte, danke. Energy Room. Okay, das ist Quark. Also mit den Polizeidings wissen wir ja jetzt, wir sind nicht wirklich unauffällig. Aber wir wissen, dass man als Captain unauffällig ist. Der tut uns nichts. Oh, der kann uns erkennen. Ah, okay. Da war er auch schon. Wir werden uns noch weiter umgucken, weil ich weiß nicht, irgendwo war doch hier noch der Captain. Ach, der da hinten hat mich entdeckt. Ich würde trotzdem mal probieren. Hier haben wir den Coin, hier haben wir Rattengift. Ich würde gerne mal probieren. Kann man das hier anbringen?
das anbringen? Sehr schall. Funktioniert definitiv nicht. Kann man denn hier Rattengift? Man hat hier keine Chance. Kann sich hier im Schrank verstecken. Super. Aber ich denke, mein stand doch am Anfang da. Ach, warte mal, hier. Ach nee, das ist die Tür. Ich würde das gerne anbringen. Ach so. Das da nicht irgendwie so. 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 Wo war denn jetzt dieser? Na, oben haben wir es wieder. Also okay, sauber. Hier hat man einen Helikopter. Okay, naja, wir können jetzt, was wir jetzt machen können, ist jetzt mal uns als Schifftyp da, als Schiffcrew verkleiden. Wow, 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 wow. Wie wir das vor uns gemacht haben. Und dann wieder da reingehen, wie wir das eben vor uns gemacht haben. Ei, geht doch mal raus. Oh Mann. Was macht der denn? Warte, nicht schießen! Warte, nicht schießen! Was schießt du denn? Warte! Oh, jetzt haben wir so schön angefangen. Alter, ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Genauso, nicht anders. Aber wir haben doch bestimmt ein gesavedes Game, oder? Irgendwo. Stand doch vor uns irgendwo dort safe, gesaved. Hm. Das war dann wohl das. Das letzte, ja. Mann. Nur weil ich die scheiß Tür versehentlich reingegangen bin. Oh, na super. Wieso sieht mich der denn? So. Nochmal. Ja. Okay.
Also wir machen das erstmal nochmal genauso wie das jetzt. Wir könnten eigentlich... Coins. I heard that. Gut, dass du das gehört hast. So. Haben wir es mal ein bisschen anders gemacht. Auch cool. Können wir denn als Mechaniker? Ne, wir dürfen uns nur hier unten aufhalten als Mechaniker, wie es ausschaut, ne? Wir haben Rattengift. Sind wir mal mit? Achso, wir wollten ja sowieso mit der Bombe machen, ist ja wurscht. Das Rattengift hier rumliegt oder nicht. Oh, 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 oh. Fusebox. Aha, da gehen die Lichter aus. Wir waren doch vor uns in einem Raum. Storage Room. Aber den Easy Peasy. Ach so, das war hier. Wir haben hier, ach da oben, die können einen sehen. Vielleicht sollte ich die Kacke auch mal weglegen, ne? Gut, dann nehmen wir noch einen Coin. Jeez. Just stay here. I'll check it out. Okay. Oh, ja. Muss ich aber niesen. Pick up. Linksbums. Und Dragon. Nein, das hat nichts mit Dragon Ball zu tun. So. Okay, dann sind wir jetzt ein Polizeibeamter. Officer. Also mal die Waffe wegstecken. Auch so eine Sache, wenn man das vergisst. Oh, was haben wir denn hier, was wir aufpicken können? Achso. Was sind wir denn dann hier? Achso, damit kommen wir dann mit Dietrich hier rein. Achso, verstehe. Ja, das Schöne ist, dass man hier unbegrenzt hat. Nicht wie im Absolution, wo man dann so ein paar Slots nur hatte, wo man seine Waffen aufnehmen konnte. Sondern, dass man hier, ja, ein paar mehr Slots hat. Ja, da rein war's. Aber wenn sich das Hitman natürlich nur so aufbaut, dass man die ganze Zeit immer nur dieselbe Mission macht, bis man dann alle Sachen hat, dann ist das ja doch schon ein bisschen, ja, weiß nicht, ne? Ja, aber da würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir mal wieder das Angezockt für heute. Und ja, das würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Part. Mensch, die Zeit schon wieder rum, das rennt ja heute. Und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.